Nach wie vor kommen Rekordzahlen von Migranten über die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Und jetzt kam es zu einer absoluten Tragödie bei einer dieser Schleuseraktionen, und zwar nahe San Diego. Hier ist ein Schiff vollgepackt mit Migranten vor der Küste von San Diego auf ein Riff aufgelaufen und dann gesunken. Es war ein klappriges Holzboot, was hier unterwegs war, eben von Kartellmitgliedern und Schleusern verwendet, um Migranten gegen Geld auf amerikanischen Boden zu bringen. Das Schiff ist sofort gesunken. Migranten versuchten schwimmend an Land zu kommen. 4 Menschen sind dabei ertrunken, 27 weitere wurden verletzt. Es haben sich wirklich ganz dramatische Szenen hier abgespielt, als man im Wasser die Menschen sah, wie sie um ihr Leben kämpften. Die Küstenwache war im Dauereinsatz, wie auch die örtlichen Behörden. Sie haben versucht, so viele Menschen zu retten, wie nur möglich. Einige konnten nicht schwimmen, mussten an Land gezogen werden. Es gab Szenen, wo man gesehen hat, wie Helfer Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet haben und versucht, die Menschenleben zu retten. Eine grausame Bilanz, also mit 4 Toten und 27 Verletzten. Die Trümmer des Bootes wurden an die Küste angeschwemmt. Wirklich sehr dramatische Bilder, die aus Kalifornien kommen. Insgesamt natürlich gibt es kein Abebben bei dieser Grenzkrise, die teilweise von US-Präsident Joe Biden selbst verursacht worden ist, durch Kommentare, wonach er eine nun menschlichere Grenzpolitik verfolgen würde. Das hat viele Migranten angelockt. Es gibt Rekordzahlen an Grenzübertritten, auch in Texas, besonders am Rio Grande, wo immer jeden Tag nach wie vor in der Nacht Hunderte, Tausende Flüchtlinge über die Grenze kommen.